Wir müssen jetzt einfach mal davon ausgehen, während wir hier sitzen, reden einige Bischöfe in Rom wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben offen über Sex. Die haben ja durch diesen Fragebogen überhaupt erst erfahren, was in ihren Gemeinden so abgeht, untenrum technisch. Das ist ein Schock. Ich sage Ihnen, da ist jetzt behutsame Aufklärung gefragt. Ein klarer Fall für Olaf Schubert. Lass Hüttenkardinal, das Aufklärungsmagazin für den Klerus. Tja, liebe Würdenträger, liebe Bischöfe, liebe Päpste, liebe Klerusse, lasst uns heute über Geschlechtsverkehr sprechen, denn es herrscht Gesprächsbedarf. Die Studie brachte Schreckliches ans Licht. Ihr, die Hirten, musstet erkennen, eure Schäfchen sind in Wirklichkeit Ferkel. Ja. Also rattenscharfe Ferkel. Ja. Das, Pottsäue. Also das ist ja wirklich, was da ans Licht kam. Ich meine, Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Erschreckende Zahlen. 98% der katholisch Verheirateten hatten vor der Ehe schon Sex. Und das Erschreckende ist, die Dunkelziffer ist noch viel höher. Ja. Ja. Aber nicht nur das, ich meine auch Sex unter Gleichgeschlechtlichen, also Geschlechtsverkehr mit Möbeln und. Ja. Und natürlich habt ihr nun Angst. Doch, das muss nicht sein. Denn wisset, sorget euch nicht. Der Koitus, das ist etwas ganz Normales. Ich meine, er ist ja auch vonnöten. Wir müssen ja irgendwie, ich sag's mal so, die unbefleckte Empfängnis hat sich in breiten Teilen der Bevölkerung nicht richtig durchgesetzt. Ja. Also die meisten Menschen... Ja. Die Bevölkerung klatscht. Es ist ja wirklich so. Die meisten Menschen wurden per Geschlechtsverkehr gezeugt. Also fast alle. Ich meine, ich wurde angespült, klar. Ja. Drum, die Ängste sind unberechtigt. Ich meine, was wollt ihr wissen, Oliver? Olaf, jetzt mal unter uns, die Kirche kann ja nicht überrascht sein von den Ergebnissen dieser Studie. Oder hat sie sich doch im Laufe der Jahrhunderte wirklich so weit entfernt von der Lebenswirklichkeit der, ich sag mal, normalen Menschen? Also da muss ich, das heißt normal. Ich meine, da hüpft ja schon der Schaschlik von der Schranke. Was ist, normal? Was ist normal, sage ich mal? Hm. Ne? Nehmen wir uns beide. Ja. Da ist nur einer normal. So. Also es gibt keine normalen Menschen, es gibt demzufolge auch keine sexuelle Normalität. Und das ist normal. Ein Streitpunkt ist ja jetzt die Frage, ob wiederverheiratete Geschiedene am Abendmahl an der Kommunion teilnehmen sollen. Wie stehst du dazu? Schwere Fragen. Hm. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer. Also ich denke, da muss die katholische Kirche selbstverständlich einen Kompromiss finden. Ich denke mal sowas, wiederverheiratete dürfen am Abendmahl teilnehmen. Also ich würde sagen, Männer ja. Frauen nein. Hm. Ja, man muss ja auch das Verursacherprinzip ins Kalkül ziehen. Ne? Warum werden denn die meisten Ehen geschieden? Ne? Weil die Frau nervt. So. Und also muss er auch die Konsequenzen tragen. Und eins wollen wir nicht vergessen. Das Eheversprechen, das Ehegelübde ist ein heiliges Versprechen. Ne? Da gibt es keinen Rückfahrschein. Das ist einfach so. Als ich geheiratet habe, damals, als der Pastor mich gefragt hat, Olaf, möchtest du die... Hier, die, wie hieß sie, weiß nicht mehr, die. Die eine. Möchtest du die Dings hier eben bis ans Ende? Und so, da hab ich gesagt, ja, ohne Wenn und Aber. Ich habe gesagt, ja, das könnte man im Moment so sehen. Ja. Ja. Jetzt gehen ja die deutschen Bischöfe in ihren Planungen sogar noch einen Schritt weiter. Das ist auch kein Witz. Die deutschen Bischöfe planen ihre eigene Revolution. Und zwar sollen die wiederverheirateten Geschiedenen, die für kirchliche Institutionen, Krankenhäuser, Kindergärten arbeiten, demnächst nicht mehr automatisch gefeuert werden. Geht dir das zu weit? Nein. Also das finde ich gut. Automatisch feuern ist nie gut. Ich finde, also erst beten, dann feuern und dann mit Seelsorge abrunden. Ja. Es wird aber tatsächlich auch noch gestritten in der Kirche. Natürlich gibt es auch noch die konservative Fraktion, die sagt, hör mal, jede Religionsgemeinschaft hat ihre Regeln, die katholische Kirche auch. Und man kann nicht quasi mitten im Spiel die Regeln ändern. Nein, das geht natürlich nicht. Also die Spielregeln, also wenn wir Spielregeln ändern, das ist Sünde. Wer die Spielregeln ändert, der kommt in die Spielhölle. Nein, aber jetzt mal nach der kleinen Flachsrakete mal zu, also wir brauchen Regeln.
nehmen wir das Universum. Da gibt es kein Oben und kein Unten. Das wird ja per Dekret festgelegt. Und da kann man jetzt nicht mittendrin, das wäre ja auch den Religions, denen, die mitspielen, das wäre ja ungerecht. Ne? Die haben vielleicht schon Verzicht geübt und so und dann heißt es plötzlich andersrum. Nein, andere Religionen, man stellt sich das mal vor, bei den Hinduisten, ne, da sagt einer, ja, ich bin Hindu, aber ich will nicht beten, ich zahle keine Hindu-Steuer, aber Wiedergeburt, da mache ich mit. Ne? Wird dann als Karteileiche wiederbelebt. Nein, so geht es natürlich nicht, sondern wir müssen Klartext reden, wir müssen den Menschen die Angst vor der Sexualität nehmen und das geht natürlich am besten mit Musik. Ich bin weg. Ja. Lasst uns nun zum Ende der Ausführungen singen. Wir singen Lied 1, Vers 2, Zeile 3, um Ängste zu nehmen. Berühren, sich spüren, Vertrauen aufbauen, Zärtlichkeit, Zwischenmenschlichkeit, Verlangen und Empfangen, Hingebung, Verantwortung, Bedürfnis und Verständnis, Liebe, Lust und Leidenschaft. Ja, das alles ist Schalalala. Erotika. Sexualität, berühre den anderen, geh auf ihn zu. Das ist es, was im Endeffekt zählt. Bitte wiederhole. Schalalala. Erotika. Sex, Sex, Sex. Sexualität. Im Namen des Herrn. Bitte habt euch gern. Amen. Olaf Schubert. Das war das Schlimmste, was ich je gehört habe, meine Damen und Herren.